Hallo Freunde und herzlich willkommen in diesem Video. Heute habe ich euch mal 5 Dinge, von denen ich nicht gewusst habe, wie gut sie sind. Ja, fangen wir gleich mal mit einem Geheimtipp an, und zwar mit dem hier, mit dem Quickfix. Das ist ein extrem stark haftender MS-Polymer-Montagekleber. Und das ist ein Hochleistungskleber, den wir schon viele Jahre verwenden. Mehr als 10 Jahren ist er bei uns schon im Gebrauch, hat sich eigentlich von der Konsistenz oder von der Machart eigentlich kaum verändert und ist echt super gut. Was ihr dazu braucht, ist auf jeden Fall eine ordentliche Kleberpresse oder Silikonpresse. Das Material hier ist ganz schön hart und sollte eigentlich immer richtig schön auf Betriebstemperatur gebracht werden, so wie es der Hersteller vorschreibt. Ist auf jeden Fall super toll, wenn du Bleche direkt zum Befestigen hast, zum Beispiel bei einem Wandanschlussprofil. Das ist so der Klassiker, den man dann direkt auf einen Putz zum Beispiel aufkleben kann, anstatt bei dem Vollwärmeschutz dann aufwendig befestigen mit diesen Isolierdübeln oder sonstigem. Also da nehme ich eigentlich immer sehr gern diesen Montagekleber, diesen MS Quickfix. Ja, die Bleche, die schmieren dann nicht ab. Du kennst es vielleicht, wenn die Bleche an der Wand befestigt werden, dann rutschen die so langsam schön nach unten, wenn der Kleber nicht richtig hebt, und der hat eine extrem hohe Ersthaftung. Nehmen auch ganz gerne für Leibungen oder Wandanschlüsse, manchmal kleinformatige Teile, hier Blendprofile oder irgendwelche kleine Anschlussprofile, bevor man die aufwendig befestigen müssen, dann nehmen wir immer diesen Quickfix. Und der ist wirklich extrem gut von der Haftung her, trocknet auch sehr schnell aus und die Ersthaftung ist wirklich Bombe. Also den kann ich nur sehr empfehlen und habe nicht gedacht, dass so ein kleiner Kleber eine enorme Arbeits- und Montageerleichterung bringt. Also hier nochmal unser Geheimtipp, der PTW Quickfix MS. Einfach ein klein bisschen von dem Kleber aufgetragen. Der ist hier sehr dickflüssig. Also man sieht es hier, das ist ein Montage- und Hochleistungskleber. So, jetzt hoffe ich mal, dass ich das hier halbwegs wackelfrei hinkriege. Also, wir haben jetzt hier unser Steckprofil. Jetzt kann ich das Ganze schön einstecken, nach oben schieben und dann einfach ein bisschen andrücken. Jetzt hebt man das Ganze schon, schmiert nicht ab. Ja, unten kann ich es noch reinstecken und dann kann ich schön meine Haften montieren, ohne dass man das ständig abrutscht. So, und als zweites habe ich diesen kleinen handlichen, ja wirklich leichten kleinen Schrauber von Metabo. Das ist der BS18 LTBLQ und das Q, das ist dieser Schnellverschluss, und es ist wirklich eine coole Maschine, nicht nur wegen dem Schnellverschluss, da kommen wir später noch mal drauf zurück, sondern von seinem Eigengewicht und von diesem Power-Akku, muss ich echt sagen hier, diese 4 Ampere Akkus, die sind wirklich super, laden sehr schnell. Das CAS-System, da kannst du dich gerne mal bei Metabo umschauen. Wir haben da einige Partner schon im Programm, die das CAS-System, also die gleichen Akkus, auch nutzen. Die Akkus, die kannst du wechseln mit allen anderen Geräten von Metabo. Das ist also eine sehr coole Sache. Und mit dem kleinen handlichen Schrauber, da falzen mir ganze Dächer aus. Also der hat wirklich Power, der hat wirklich Dampf. Zum Ausfalzen von unseren Metalldächern, da finde ich das eigentlich eine sehr coole Sache, vor allem, weil wir vorher ja so einen riesenschweren Hilti-Schrauber gehabt haben. Das hast du vielleicht schon in älteren Videos von uns gesehen. Und mit dem kleinen handlichen Metabo-Schrauber, da sind wir natürlich noch mal leichter. Und es hat mich wirklich begeistert, weil ja, mit so einem Leichtgewicht kann man wirklich sehr handlich und sehr effektiv dann auch ganze Dächer ausfalzen. Ja, und das Q, das steht für diesen Quick-Wechselkopf. Der ist ganz einfach zu wechseln, im Grunde nur den Adapterring ziehen und dann kann man das Ganze abziehen und wechseln, zum Beispiel hier gegen einen kleinen Bitaufsatz. Das ist natürlich super praktisch, wenn du oben auf dem Dach unterwegs bist und nur einen Schrauber hier gern dabei hast, im Grunde leichtes Gepäck dann auf der Baustelle, dann nimmst du einfach deinen Schrauber, bohrst dir die Bleche oder deine Latten auf oder was auch immer, was du da zu tun hast. Und dann
kann man das Ganze wechseln mit so einem Quick-Wechselkopf. Super praktisch. Es gibt es auch noch mit einem Winkelkopf. Dann hast du einen Winkelschrauber draus gebaut. Also echt eine praktische Sache, finde ich. Nutze ich sehr gerne, hauptsächlich immer für kleine verwinkelte Bleche, die man oben am Dach zu montieren hat. Zum Beispiel Blechleibungen oder Fensterbänke ist ein Klassiker. Wandanschlüsse etc., wo du dann immer Bleche aufbohren musst und dann auch gleich verschrauben möchtest, damit die dann geheftet sind. Da ist es wirklich eine super praktische Sache mit diesem Schnellwechselkopf von Metabo. Ja, und was ich auch nicht erwartet habe, was super praktisch ist, ist eine Kappgärungssäge. Und zwar haben wir da von Metabo wieder diese KGSV 216M. Das ist eine Kappgärungssäge, die ist noch mit einem Netzstecker praktisch kabelbetrieben. Gibt es mittlerweile auch Akkubetrieben. Super praktisch, kleine handliche Kappsäge, die man mit auf die Baustelle nehmen kann. Und wir haben da schon Profile gesägt, Aluminiumprofile mit so einem Multisägeblatt. Ist das überhaupt gar kein Problem. Und auch Paneele, wo man dann schneiden kann auf der Baustelle, Hölzer in sämtlichen Variationen, wenn man eine kleine Unterkonstruktion zu bauen hat. Für den Heim- oder Hobbybereich natürlich Gold wert. Und ja, du kennst ja vielleicht unsere älteren Videos. Wir haben nämlich die KGSV 216M, haben wir schon 3 Jahre oder über 3 Jahre im Einsatz bei uns hier in der Firma. Und da haben wir Kisten gebaut für unser Projekt in Island. Da haben wir ziemlich viel mit der Kappsäge gearbeitet und auch wir hatten so ein spezielles Fassadenprojekt, verlinke ich hier vielleicht nochmal die 2 Videos hier oder schreib es auch unten in die Videobeschreibung, da kannst du dir das Ganze nochmal anschauen. Also wirklich sehr coole Säge und es macht sehr viel Spaß mit der Säge zu arbeiten, vor allem weil man dann auch rationelle Teile zuschneiden und zusägen kann. Und ich habe mich auch gewundert, wie viel Zeit man bei uns im Metallbereich mit so einer Kappsäge tatsächlich Zeit einsparen kann. Als nächstes habe ich die Maschine hier bei mir im Hintergrund. Das ist die Schröder MAKU, unsere Schwenkbiegemaschine, unsere neue. Die haben wir seit einem starken Jahr jetzt im Einsatz und das ist wirklich eine coole Sache. Mit der Maschine kommen wir super gut klar. Die Einarbeitungszeit und ja, praktisch die Zeitaussparnis auch, die war super cool und wir haben da echt gute Erfahrungen gemacht. Wir haben innerhalb kürzester Zeit uns hier eingearbeitet. Die Oberfläche ist auch wirklich sehr intuitiv zu bedienen und ja, mit ein paar Fingertipps dann praktisch auf dem Touchmonitor kann man die ganzen Profile eingeben. Das ist wirklich ganz einfach zu verstehen. Ja, die Steuerung ist auch wirklich sehr handlich, einfach gehalten. Man kann dann auch sämtliche Parameter einstellen. Wir haben immer wieder auch dicke Profile aus 2 mm Aluminium, die wir bearbeiten müssen. Auch da kann man die Profile dann sehr leicht eingeben. Auch die Schienen wechseln, auch das nutzen wir hin und wieder. Vor allem super toll finde ich diesen Biegefreiraum, den wir unten hatten mit dieser zurückgesetzten Biegewange. Das heißt, dass man auch manchmal dann Profile kanten kann, die etwas schwieriger vom Handling sind oder zumindest früher schwieriger zu fertigen waren. Jetzt ist es wirklich ein Kinderspiel und man kann eigentlich eine sehr große Vielfalt an Profilen sehr, sehr leicht biegen im Ein-Mann-Betrieb. Und da spart man eigentlich jede Menge Zeit. Ja, früher haben wir das immer gehabt an unserer guten alten hydraulischen Maschine, dass man dann zu zweit Bleche gekantet hat, die dann auch nicht viel länger waren wie 3 Meter. Und dann hat man praktisch da immer zu zweit warten müssen, bis der Biegevorgang dann fertiggestellt war. Und es geht jetzt wirklich sehr, sehr schnell mit dieser Motoren-Schwenkbiegemaschine mit der MAKU von Schröder. Das ist eine enorm große Zeitersparnis jetzt mittlerweile, die wir mit der MAKU haben, durch das, dass wir natürlich auch viele Profile kannten und bei mir die Maschine jetzt nicht tagtäglich im Einsatz haben, aber weil wir immer schnell reagieren können. Das finde ich eigentlich so das Hauptthema, dass man schnelle Profile kanten kann. Man kann das entweder abends mal, wenn man für den nächsten Tag noch was braucht, nochmal ein paar Profile kanten oder man kann sowas auch früh morgens dann fertigen und kommt nicht erst irgendwann um 12 Uhr auf die Baustelle, sondern man kann da sehr schnell reagieren und auch dementsprechend ja, kurzfristig auch und flexibel dann auf die Projekte oder auf die Baustellen, auf die Anforderungen von den Baustellen reagieren. Ja, was ich auch noch ganz cool finde, das ist die Fertigung mit den Winkelschrägen. Und ich nehme ja immer ganz gerne mit einem Meterstab die Schrägen ab von der Baustelle und übertrage die dann auf die Maschine. Und man kann ganz einfach sich daran tasten und die Winkel dementsprechend eingeben. Und kann das einfach aufs Display draufheben. Das finde ich eigentlich eine sehr coole Sache, weil man dann im Grunde keinen Winkelmesser mehr braucht. Man kann das sehr schnell überprüfen und muss dann vielleicht noch 1-2 Mal mit der Rückfederung das Ganze korrigieren,
je nach Material oder ja, je nach Blechsorte. Aber das ist eine sehr coole Sache, die ich eigentlich auch sehr gerne nutze. Ja, ich bin es einfach so gewöhnt, mit dem Meterstab da die Schrägen abnehmen. Man könnte das natürlich jetzt auch mit dem digitalen Winkelmesser machen. Aber ja, Meterstab hat man immer dabei in der Hosentasche. Finde ich eigentlich auch super praktisch. Das gefällt mir sehr gut. Ja, vielleicht nutzt du ja jetzt auch noch ein Tool, ein besonders cooles Tool, um dein Arbeitsleben zu erleichtern. Dann schreib es einfach unten in die Kommentare und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Meisterbook für Spengler TV.